Willkommen zurück. Wir sind wieder bei Final Fantasy VII Rebirth. Haben wir jetzt noch einiges erledigt? Ich glaube, hier in der City haben wir gar nichts mehr. Dann lass mal Arcade raus da, genau. Wir haben hier draußen nur noch ein paar Sachen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch machen, die Party, die wir da noch haben. Damit wir weiter können mit der Story. Ich würde sagen, wir fangen hier an, weil wir hier die meisten haben. Das, das, das. Das ist die Esperkunde 3. Das ist schön. Das heißt, wir porten uns entweder hier hin oder da oben hin. Hier würde auch gehen, ne? Wir porten uns hier hin. Ich glaube, das wäre kürzer. So, einmal raus aus der Wegshot. Den einmal unseren guten Lumpi rufen. Lumpi? Da. Schön. Und dann gucken wir einmal auf die Korde. Wir müssen uns einmal umdrehen. Wir müssen in die Richtung. So, hier muss das irgendwo sein, ne? Genau. Bei dem Haus da. Das dürfen wieder unsere guten Freunde sein. Ich liebe die Mucke. So, jo, wir sind richtig. Einmal hier durch, wenn es geht. Oh, gut zu wissen. Einfach durch die Kisten durchrennen. Bin ich überhaupt richtig? Jo. Komm, du schaffst es. Oh, guck mal, hier ist auch irgendwo eine Haltestelle, oder? Jo, oder haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Kommen wir jetzt auch vom Schokobo aus? Ja, können wir. Sehr schön. Gab noch mal eine Goldfeder. Okay, aber ich steig trotzdem einmal ab. Ich will den guten streicheln. Das gehört einfach dazu. Ja. Danke, dass du den Weg gezeigt hast. Braves Küken. Schön. So, und wir sind sowieso da, wo wir hin wollten. Ne? Wir müssen hier einfach nur hoch. Da ist es. Die Bude. Hier verstecken sie sich. Steig mal wieder ab. Wunderbar. Verlassene Fabrik. Ja, hier sind sie wieder schön. Kommen wir rein? Ne. So, wir müssen hier irgendwo hier. Hallo, Jungs. Hey, was ist mit dem Schlüssel für unser Versteck? Keine Sorge, Boss. Den habe ich vergraben, damit ihn auch ja keiner findet. Du buddel den sofort wieder aus. Nicht, dass es doch irgendwelche Banditen überfallen und... Das haben die Richtigen. Wie denn plötzlich hergekommen? Jetzt lass das Ding schon endlich rüberwachsen. Boss, jetzt sitzen wir wirklich in der Klemme. Immer mit der Ruhe. Ich habe nämlich einen genialen Plan. Ich nenne ihn... Operation Verwirrspiel! Boah, jetzt? Also, wir machen das folgendermaßen. Na, was sagt ihr jetzt? Ihr habt keine Ahnung, wo der Schatz ist, stimmt's? Ah, ja. Kann ich dahinter gucken? Nee, ne? Das wäre zu einfach. Naja, es glitzert dahinter. Er hat's. Okay. Tja, und wer hat nun den Schatz? Aufgegangen. Sie sind total verwirrt. Nicht wirklich. Super, aber wie geht's weiter? Ist doch klar, Mann. Wir rennen, was das Zeug hält. Och, nun. Der Schlüssel zu verstehen. Hier kann eine Weile unter der Erde rein. Okay. Genug. So, warte mal. Wir haben doch hier den Flammblitz. Hau rauf. Es geht doch. Schön. Ja, sie sind schon wieder abgehauen. Es tut mir leid, Shetley. Es tut mir leid. Sie machen euch das Leben aber ganz schön schwer, was? Gehört alles zum Plan. Sie sollen uns zu ihrem Stützpunkt locken. Da schlagen wir zu. Verstehe. Brillant. Bevor ihr die Verfolgung wieder aufnehmt, solltet ihr allerdings den Schlüssel suchen. Mit einem Chocobo wird das sicher ein Kinderspiel. Ja, kriegen wir hin. Reddy hat ja so leichte... Grußprobleme, ne? Dann nehmen wir den Schokobo. So, das muss hier draußen irgendwo sein. Den hat er ja verbuddelt. Müssen wir aber erstmal die Stelle finden, wo wir buddeln müssen.
Didi. Okay. Kundengebiet mit einem Schokobo. Ja, 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 ja. Aber wo genau? Zeige ich mir das vielleicht an? Ne, das muss da drin sein. Das muss da drin sein. Gar nicht wegrennen. Das muss definitiv hier drin sein. Die. Hat er denn jetzt drin im Betonboden verbuddelt oder was? So, dann schnüffel mal, mein Freund. Okay. Grab mal. Hey, hier fängt das nur an. Den folgen wir mal. Nein, nur verliert und nicht gleich wieder die Spur. Danke. Jo, wir folgen. Hier, siehst du mal. Den Grab, mein Freund. Schön. Schlüssel zu Becks Geheimversteck. Alles klar. Ihr scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Die Banditen sind übrigens in ihren Unterschlupf geflohen. Hoffentlich könnt ihr euch die Protosubstanz diesmal sichern. Ah, so sehe ich das ja auch genieße. Irgendwann muss das ja mal ein Ende haben, ne? Schön. Feldforschung 3. So, Feldforschung 4 kommt jetzt. Okay. Da oben. Da waren wir noch gar nicht. Da waren wir echt noch gar nicht. Wie kommen wir denn da hin? Ich glaube, nee. Hier waren wir ja schon. Hier kommen wir nicht runter. Es muss irgendwie von der Stadt aus einen Ausgang hier oben geben. Okay. Da muss man gleich mal gucken. Wir machen aber erstmal hier. Wir müssen eigentlich nur geradeaus weiter, ne? In diese Richtung. Jo. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das jetzt mit. Das muss dort sein. Halt. Nein, nicht bieten. Suchen. Such ihn, mein Freund. Hier ist irgendwo ein Schatz vergraben. Da. So, den Buddeleimer. Schön. Eine Ätherknolle. Dankeschön. Und wir gehen weiter da lang. Ich liebe es so sehr. Das ist so super. So, warte mal. Steig mal ab. Es riecht nach Ungeheuern. Ja. Yep. Seltene Kalmwollspezies identifiziert. Da. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Wölfe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco aus den Pipelines austritt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge. Dass sie ständig unter Strom stehen, merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets wutgeladen sind. Haben sie einmal Beute erspäht, stürzen sie sich wie der Blitz auf sie und zerfetzen sie in der Luft. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Individuen des Keimwolfes sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bald blitzschnell besiegen. Also geschwind auf zur Datenjagd, bevor wir noch zur Beute werden. Also wieder schockanfällig und so, den müssen wir erstmal analysieren. Ihr macht das großartig! Keine Angst, ich will nur spielen! Da gehen wir auch sofort drauf los. So, schön. Auf Nummer 6. Diese seltene Spezies von Kalmwölfen ist durch den Einfluss von ausgetretenem Marco mutiert. Ihr Körper steht unter Strom und sie jagt mit Hilfe elektrischer Entladung. Versieh sie mit einer negativen Zustandsveränderung, um sie schockanfällig zu machen. Oh Gott! Mit einer negativen, wie soll ich denn das machen? Da bleibt man eigentlich nur bei Ready, aber Ready haben wir gerade nicht im Team Bio. Ja! Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. Weiß nicht, was er jetzt hat. Probieren wir mal. Magie, er hat nur Blitz. Okay. Wechseln wir einmal auf. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Vielleicht hat sie da was. Magie, sie hat nur Aero. Habe ich vielleicht gegenständemäßig irgendwas, womit wir negativ? Gegengift, Echoschirm. Was,
Welche Schirm? Nee, ne? Kuriert Stumm, kuriert Trauer, Handgranate. Nö, wir haben wir auch nichts. Oh Gott, ich brauche ein anderes Team. Was geht los? Na? Da geht noch was. So wieder nix. Okay, wir machen trotzdem einmal. Flieg nicht davon! Los! Na? Übernimm du! Zieh dich zurück! Cloud hat aber auch nix, ne? Ich glaube nicht, ne? Keinen kommen! Naja! Naja. Das war ein anstrengender Kampf. Nächstes Mal steht der Abschluss der Mission an. Ja, wollte ich ja gerade mitmachen. Okay. Das mit dem Schockanfällig war natürlich nichts, aber ja, haben wir gleich. Einen Moment. Das war eine überragende Leistung, muss ich sagen. Wirklich grandios. Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit Ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Ja, jederzeit. Ja, danke, aber ich bin hier noch nicht fertig. Einen Moment. Ich muss einmal kurz Kampfeinstellungen. Ich brauche Ready. Nützt alles nix? Ja, Berit, du gehst einmal raus. Weil Ready hat, soweit ich weiß, nämlich... Können wir hier so gar nicht gucken, ne? Aber ich meine nämlich, der hatte... Bio, ne? Ja, er hat Bio. Und Bio erzeugt auch einen negativen Statuseffekt, sodass wir ihn... wirklich, das muss man leider einmal wiederholen, schockanfällig kriegen. Jetzt quasseln sie uns wieder dich, ne? Jo. Seltenes Heim-Waldspezies identifiziert. Nicht übertreiben. Ich übernehme das. So, ready. Nicht zu übersehen. So, Magie, Bio, hoffentlich gelernt. Die Welpe haben sich gedeckt und aufgeladen, da immer wieder Marco auf den Pipelines austritt. Ging nicht? Die Haare so zu Berge. Doch, ging. Sehr schön. Der Sieg ist nah. Merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets gut geladen sind. Haben sie einmal Beute erspäht, schön. Sie wieder Blitz auf sie und zerfetzen sie in der Luft. So, oh, Wirbelfinge, hau rauf. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Informationen des Kalbolfes sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch mal blitzschnell besiegen. Also geschwind auf zur Sagenjagd, bevor wir noch zur Beute werden. Okay, nochmal Wirbelfinge rauf. Ich zerfleiße. Ist das alles? Okay. Benimm dich nicht. Komm schon! Machen wir mit Eris und Riss. Los! Es war kurz und schmerzlos. So, hau mal irre rauf, ist das Thema erledigt. Siehste mal. Das Kampfgeschehen hat uns viele wertvolle Daten beschert. Schön. Das hätten wir auch erledigt. Gut. Da brauchen wir jetzt nichts mehr wiederholen. Dann hätten wir hier. Den haben wir hier noch. Ich glaube, den machen wir auch noch mit. Und was ist das hier jetzt? Eingang zum Versteck von Bex. Ach du Heilig. Ich muss von der Stadt aus da rein. Das geht hier unterirdisch, wa? Ja, ja. Okay, wir gehen aber trotzdem erstmal hier hin. Den müssen wir jetzt genau geradeaus weiter. Okay, bevor ich jetzt Schucke beruf. Wie kommen wir hier rüber? Kommen wir hier vielleicht unter durch? Wir kommen da vorbei, okay. Wir holen unseren Lumpi. Einen Moment. Danke. So, warte mal. Den Turm haben wir. Den müssen wir jetzt hier vorbei, ne? Ist hier leider etwas hin und her. Na, immer diese falschen Tasten. Ich wollte das dann mitnehmen. Danke. So, und... eigentlich nur noch geradeaus. Ich hoffe, das ist hier noch unten. Bin mir damit nicht so sicher gerade, ehrlich gesagt. Jetzt zeige ich mir das zwar an, aber es ist oben. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Hier? Sieht fast so aus. Na, er kommt hier nicht hoch? Doch, gerade sagen. Halt, da ist es, ich sehe es. Aber, ein Moment, hier war irgendwo ein Schatz. Ich habe die genau gesehen gerade. Ja, den suchen wir, mein Freund. Das nehmen wir natürlich mit.
Oh, den Hasen. Sehr schön. Den Grab. Schön. Ein Smaragd, alles klar hier. Und da oben, Isis. So, steig ab. Einmal kaputt hauen. Sehr schön. Shelley, quasi mich jetzt nicht wirklich. Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Ja, das mag sein. Aber wo ist denn das Ding jetzt hin? Da oben rauf? Komm ich hier hochgeklettert? Ich hab da so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Na? Nee, hier nicht, hier auch nicht. Okay. Vielleicht hier? Wie soll man denn darauf kommen? Okay. Könnte natürlich auch innen drin sein, ne? Ja, ich glaube, das wohl eher. Warte mal. Ich glaube, das ist hier drin. Ja. Ist nicht oben, ist unten. Schön, da haben wir es doch. Das wäre die zweite Scheibe. Es muss noch einen geben, irgendwo. Entschuldigung. So, den gucken wir mal. Kristall analysiere, natürlich. Okay, Kästchen. Oh, relativ schnell diesmal. Bip. Analyse beginnen. Gucken wir mal. Ach, hau hin. Schön. Kristall synchronisiert. So, dann dürfte er jetzt die zweite Schwächenstufe haben. Dann kriegen wir ihn vielleicht auch einfach mal platt. Alles klicken. Das hätten wir auch. Ach, Shelley. Sehr beeindruckend. Es wirkte für mich, als würden du und der Kristall miteinander kommunizieren. Gut, offenbar den guten hätten wir. Da muss aber irgendwo noch einer sein. Weil das war ja erst der zweite, den wir hatten. Ich meine, das hier unten müssen wir sowieso noch machen. Da oben ist das Versteck. Da müssen wir uns erstmal die Stadt porten, würde ich sagen. Oder es ist hier außen vor. Das glaube ich eher. Wir porten uns mal hier hin. Ich glaube, das ist draußen vor. So, und zwar dort irgendwo. Hier, oder? Ja, zum Glück sind wir nicht in die Stadt. Genau, Schlüssel haben wir nämlich. Nimm mit. Jetzt holen wir uns das endlich mal zurück. Wir jagen den ja schon eine halbe Ewigkeit hinterher. Jo, und hier kamen wir auch anfangs gar nicht hin. Schön. Dann nehmen wir auch mit. Oh, das Geschmeiß kriegen wir schon gleich hin. Genug. Oh, ich genieße das hier gerade richtig. Schon wieder Shetley? Das ist der Unterschlupf. Ein altes Lagerhaus, das früher mal Shinra gehörte. Gut möglich, dass sie es mit Fallen gespickt haben. Seht euch besser vor. Fallen. Ah, mal googeln. Können wir reinschleichen? Sieht so aus. Oh, alte Shinra-Maschinen. Dicke Kiste. Die fällt doch garantiert runter. Warum stellen wir uns eigentlich tot? Ist doch unser Versteck hier. Muss man dir echt alles erklären? Um den Alleskönner in die Irre zu führen, natürlich. Aber wo führen wir ihn denn hin? Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? Wenn er uns hier tot liegen sieht, zieht er sofort wieder ab. Tote muss man schließlich nicht nochmal töten.
Du bist so schlau, Boss. Das ist der geniale Plan, der uns schon mal das Leben rettete. Operation Hausetod. Oh Gott. Wenn man die nicht hört. Boah, aufstehen hier. Ex-Bande stellt sich tot. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Kiste runterkrachen lassen, damit die Herrschaften mal ausstehen. Bloß wie? Ich kann ja jetzt nicht wie bei Yuffie irgendwie fankampfmäßig hier. Das Ding hier kriegen wir auch nicht in Gange, oder? Naja, dass sie sich totstellen, wissen wir. Ich muss mir überlegen, wie ich. Kann hier nichts anklicken oder so? Kann ich hier vielleicht irgendwo drauf rumkloppen? Nö, ne? Warte mal, hier kommen wir, glaube ich, hoch. Danke. Bis die Luft rein ist und jetzt schweig wie ein Grab. Man bringt kann aber nicht echt sterben, wenn man sich zu lange totstellt, oder? Okay. Das hilft mir hier herzlich wenig. Hier ist... Ah, okay, warte mal. Da geht bestimmt nur das Tor zu, aber mal testen. Nee, das ist die Kiste. Sehr schön. Ich bin wach! Ich bin wach! Arsch offen, oder was? Wie kann man nur so pietätlos sein? Das ist Störung der Totenruhe! Noch lebt wir. Was ich sagen will, können wir das nicht wie zivilisierte Menschen regeln? Bei Gespräch unter Gentlemen! Okay, dann lass uns reden. Ich weiß, wir sind Banditen. Aber das hier haben wir nicht geklaut, sondern ganz ehrlich und legal gefunden. Und wer findet, darf behalten. Oder nicht? Tja, wenn man es so betrachtet. Aber wenn ihr es so unbedingt haben wollt, verkaufen wir es euch. Wie wär's, hä? Die Sache wie zivilisierte Menschen regeln. Für wie viel? Es gibt nichts zu besprechen. Wir sind nett. Für wie viel? 10.000 Gil! Was sagst du? Nein! Niemals! Daneben! Leute, nein! Träum weiter! Okay, aber 7.000! Nein! Schluss! Aus! Ende! Der Deal ist geplatzt! Ihr miesen Betrüger hattet eure Chance! Das Firmenmaskottchen der Beck-Gär der Haus-Kauf AG! Firmenmaskottchen, das habt ihr doch schon mal geklaut! Verdammt! Ach, das kriegen wir ein bisschen weggeblitzt. Ich glaube, das war Berit. Überlass das mir. Und Berit hat natürlich nicht getan, ne? Sie hat auf jeden Fall Luft, er hat Bio. Okay. Tschüss. So, nun räum die hier mal aus dem Weg. Au. Ach, das kriegen wir hin. Windige Verkettung? Müsst ihr gleich mal gucken. Irgendjemand hatte noch Blitz als Verkettung. Schön. So. Dann lassen wir mal kurz gucken. Fertigkeiten. Kronefeld, windige Welle. Nee, sie hat's auch nicht. Aber Kronefeld, das müssen wir immer skillen. Das bringt's. Das bringt's. Aua, aua, aua. Geh mal auf. Alter, geh mal wieder auf Eris. Ich übernehme das. Wieso ist Claudia fast tot? Willst du mich veralbern? Hier. Ah, sie braucht erstmal mehr Punkte. Los, jetzt. Hede die. Alter, geht mir das Ding auf den Zwibbel. So, nun lad deine Leiste auf. Wir brauchen Gebet, genau. So, schon besser. Ich übernehme. So, erstmal ihn hier. Ist ja schlimm. So, Claudi Boy, hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Wind, Eis, Flammen, aber natürlich kein Blitz, ne? Wir können trotzdem einmal Analyse machen. Bin mal so frei. Eine modifizierte Version des Abwehrsystems Auslöscher. Dieses ausrangierte Modell wurde nach Becks Wünschen umgebaut. Es verfügt über eine Selbstreparaturfunktion und schützt das Versteck der Räuberbande. Wirksam ist Blitz, das haben wir schon fast vermutet. Der Feind ist geschwächt. Aber gut, das kriegen wir hin. Wo der hier? Hau Limit drauf. Ah, hier. Wir nehmen den Auslöscher selber. Siehst du mal. Thema erledigt. Hatte Bix doch gerade nicht eins Ding.
Ich hab die Faxen dicke! Faxen dicke Haxen! Mit dem Geld hätten wir endlich einen Neuanfang machen können! Mehr wollten wir doch gar nicht, verdammt! Genau! Zum Beispiel unsere eigene Firma gründen und ehrbaren Handel betreiben! Wollen wir ihnen nicht wenigstens ein bisschen was anbieten? Wie wär's mit 2000? Oje, oje, aber gut, müssen wir wohl, ne? Müssen wir wohl. Ja, gut, wir sind ja keine Unmenschen. War mir ein Hübscher. Seht ihr? So schließt man einen echten Handel. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Logo, Schluss mit dem sündigen Leben. Die Firma Beck GmbH und K.O. KG hat die ehrlichsten Ehrenmänner überhaupt. K.O. KG. Ab heute bin ich nicht mehr der Boss, sondern der Direktor. Und ihr seid meine Angestellten. Angestellte? Was sind denn Angestellte? Oh Gott. Was sind Angestellte? Freunde, Familienmitglieder, Sklaven? Ich würde sagen Familienmitglieder. Ja, obwohl Sklaven ist schon. Wir nehmen Sklaven, wie viel wissen, was bei rauskommt. Sklaven? Sklaven? Hey, keinen Blödsinn, Blödmann! Und du setzt ihm keine Flausen in den Kopf, kapiert? So, Jungs! Wir starten unseren ersten Arbeitstag. Und zwar mit einer Schatzsuche. Ein Vermögen machen wir uns! Ja, Herr Direktor! Ja, Herr Detektor! Ob das für einen Neuanfang reicht? Das glaube ich nicht. Wer weiß. Ach Gott. Schön. Wir haben auf jeden Fall das Artefakt. Das ist dann gut. Mitarbeiter der Beck GmbH und K.U. KG. Schön. Und das bringt uns jetzt was? Jetzt sind wir bei Stargate? Okay, irgendwelche Erinnerungen oder sowas. Ist das eine Espa? Das haben wir schon. Ein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht nach der Espa Odin aus. Aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber schon irgendwie nice. Ja, auf jeden Fall sehr langer Weg dahin. Cloud! Herzlichen Glückwunsch zur Sicherstellung der Protosubstanz. Ich war bereits so frei, sie einem Scan zu unterziehen. Die Analyse läuft. Falls ich weitere Protosubstanzen orten sollte, melde ich mich wieder bei euch. Ach ja, und es gibt ja noch eine Sache. Ich habe vorhin eine leichte Interferenz festgestellt. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen, aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Auf jeden Fall will ich die anderen finden. Weil das sah, ich bin mir nicht ganz sicher, was sah wirklich nach der Espa Odin aus. Gut, aber das sehen wir. Schön. Gut, dann geht doch nicht immer so weit raus, mein Freund. Dann haben wir hier fast alles abgefrühstückt jetzt, ne? 2 Stück fehlen noch. Da eine Gampf hier. Ja, 2 und ja so ein Türmchen, ne? Ja. Können wir uns hier irgendwo in die Nähe porten? Hier haben wir den Schokobo eingefangen. Ja, können wir sogar hinreisen. Das ist gut. Den tun wir es auch. Laufen. Wähle ein Fortbewegungsmittel. So, den müssen wir in die... Ist es da oben? Wir müssen in diese Richtung. Laut Karte. Oh Gott, das ist doch wohl nicht auf den Bergen, oder? Nee, da ist er. Da ist er, das ist hier unten. Das kurze Stück können wir jetzt auch einmal zu Fuß reden.
Di-di-di-di. Schön. Komm, euch nehmen wir mit. Die hüpfen wir ganz schön rum, du. Darf jetzt nicht schlafen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sag mal, Cloud, was bist du für eine Memme geworden? Du bist ja schon wieder halbtot. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, aber hier ist auch weit immer keine Schokobehaltestelle in der Nähe, ne? Warte mal, das kriegen wir hin. Magie. Na gut, Cloud, du kannst dich selber heilen, warte mal. Vita. Und noch einmal. Können wir nicht mehr. Wir brauchen unbedingt, gut, für den nächsten Kampf wird es reichen, aber wir brauchen unbedingt. Echt mal wieder eine Bank. Wir kommen hier runter. Da würde ich sagen, ne? So, da dürfen auf jeden Fall Gegner sein. Sind ja bei jedem Turm. Wir könnten eine Spritztour zum Turm machen, oder? Hatte ich vor. Danke, Beren. Schön. Ach. Ach, diese Vögel hier. So, Mutangriff rauf. Verzieh dich! So, der ist schon platt. Der ist auch. Nächstes Mal. Geht doch schon. Thema erledigt. Dann lass uns einmal hoch. Ich weiß, ist unten. Habe ich schon gesehen. Aber es könnte ein Kisten draußen sein. Hier nippt. Dann gucken wir nochmal ganz oben. Siehst du? Mo-Grimedaillen. Gut, dann lass uns runter. Und aktivieren das Ding. Schön. Dann haben wir den Turm nämlich auch abgefrühstückt. Und dann haben wir erstmal alles, was hier in Umgebung ist, gemacht. Es sei denn, es kommen jetzt noch neue Sachen dazu. Das wäre natürlich möglich. Fällt mir gerade mal so ein. Oh Gott. Aber gut, insgesamt müssen das hier noch 6 Sachen sein. Dann haben wir hier, glaube ich, alles abgeschlossen in dem Bereich der Open World. Ist da, glaube ich, so ein Bereich eingeteilt. Ja, hier sind 4 Sachen, die sind hier jetzt aufgetaucht. Da sind 5, eine Sache fehlt also, das kommt wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, sieht zumindest ganz danach aus. So, das ist die Anlegestelle. Wundert mich eigentlich. Guck mal, wir haben hier oben überall Schokobehaltestellen, ne? Also entweder habe ich die nicht gesehen oder hier sind wirklich keine. Warte mal, ich will nur einmal. Hier muss da irgendwo eine Schokobehaltestelle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist doch bestimmt irgendwo. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier keine Schokobehaltestelle ist. Einen Moment. Auf jeden Fall haben wir hier Eule. Na, Uli? Warte mal, einen Moment. Ja, Uli, folgen wir gleich. Da. Dann nehmen wir kurz mit. Sehr schön. 1 Markt. Da ist Euli, hat brav uns gewartet. Oben? Ne. Oder? Doch. Es ist tatsächlich oben. Okay, denn. Nimm, steig ab. Einmal rauf da. Okay. Sehr steil hier. Da ist es doch. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich mit hier. So, einmal analysieren. Dann finden wir vielleicht auch noch
Also wenn wir das hier abgeschlossen haben, müssen wir insgesamt noch 5 Symbole auf der Karte haben, um alles in dem Bereich hier abgeschlossen zu haben. Und das sehen wir gleich. Jo, weil er zeigt wirklich noch 5 Sachen an, die fehlen. Schön. Die Mithrilminen im Wald. Jo. Ein neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Kein Shetley? Wow. So, Karte. Aber allerdings sehe ich hier 3, der einer sind 4. Das ist das von Titan. Hier ist noch ein Weltbericht. Hier ist noch ein... Gut, kann aber noch sein, dass es noch kommt, ne? Gut, ein bisschen, was haben wir noch zu tun? So ist es nicht. Wo sind wir eigentlich? Da. Von hier, wo wir sind, ich weiß nicht, ob es hier außen rum geht und hier oben rüber. Wir müssen aber irgendwie hier hinkommen. Der Sumpf ist da unten. Das ist die Anlegestelle, ne? Von der Anlegestelle kommen wir wahrscheinlich hier rum. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was finden wir schon raus? Nichtsdestotrotz, wir brauchen erstmal, was heißt, wir porten uns einmal zur Farm. Die Schokobo-Farm war wo? Ist die, ne? Jo, da porten wir uns einmal hin, waren wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr da. Dann können wir auch gleich die Bank benutzen. Ah, okay, das ist nicht so einfach, hier zum Ende zu kommen, wenn immer wieder was Neues dazukommt. Aber ist nicht schlimm. Irgendwann haben wir alles. Wie es aussieht, gibt es nur noch 5 Sachen. Die werden wir schon auch hinkriegen. Jetzt erstmal, das muss auch sein. Ja, herrlich. Schön. Ich liebe dieses Spiel. Es gibt so scheiße viel zu tun. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind für diese Folge am Ende. Nächste Folge geht es hier selbstverständlich weiter. Ich werde vermutlich jetzt erstmal, weil wir jetzt hier in der Nähe sind, einmal den da mitnehmen, dann haben wir den durch. Und dann versuchen wir mal irgendwie hier hinzukommen und hoffen, dass da der letzte mal auftauchen wird. Und mehr dürfte es nicht geben, hier in der Gegend zumindest. Das ist ja jetzt nur Graslandregion. Da kommt also noch mehr. Naja, und die kämpfen halt bei Shetley, ne? Aber wie gesagt, die können wir jederzeit machen. Ich verabschiede mich erstmal. Tschüssi! What to do?